Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zu meinem heutigen Video, in dem ich draußen im Garten einmal eine Stringverschaltung von 3x30 Watt Paneln. Ich habe nämlich drei von diesen kleinen Paneln da. Und wenn wir sie haben, müssen wir sie benutzen. Versus einem 100 Watt Panel. Wir haben da drei Panels à 18,2 Volt. Und haben ein Panel, ein 100 Watt Panel mit 17,6 Volt oder irgend sowas. So, normalerweise ist es ja jetzt so, dass eine höhere Spannung mit weniger Ampere effizienter ist. Seht's mir bitte nach, ich habe jetzt keine ellenlangen Kabel. Das wird dann mal ein zweiter Test, ja? Das soll heute mal der erste Test sein, indem ich einfach mal diese drei Panels nehme. Und diese drei Panels sollen mal einen Laderegler befüttern. Und wir schauen mal gleich dazu das 100 Watt Panel und dann schauen wir mal, was ist denn effizienter. Das könnt ihr natürlich nach oben skalieren. Also sagen wir mal, ihr habt ein 600 Watt Panel und steht vor der Wahl, nehmt ihr diesen Riesenschinken oder nehmt ihr drei 200 Watt Panels. Da könnt ihr euch das jetzt eben dann schon so ein bisschen in die Kaufentscheidung hineinspielen, sage ich jetzt mal. Und je länger die Kabelverbindung wird, und da überlege ich mir jetzt auch gerade noch irgendwas. Ich muss mal schauen, wo ich ein langes PV-Kabel jetzt noch herbekomme. Dann möchte ich da noch ein zweites Video dann machen. Müsste sich dieser Effekt dann eigentlich verstärken, weil eine hohe Spannung, niedriger Ampere, ja dazu führen, dass ich keine Verluste im Kabel habe. Das heißt, ich müsste jetzt halt, um das effizient zu machen, 20 Meter Kabel, irgendwie zwei Stück. Na, das ist, muss ich mal gucken, wo ich das herkriege. Gut, aber das im heutigen Test soll erstmal zeigen, 3 mal 30 Watt sind ja nur 90 Watt, theoretisch ja schlechter als das 100 Watt Panel, aber kann es das eventuell überholen? Kann die hohe Spannung, die drei Panels, wenn ich sie als String schalte, kann das schon einen Effekt auslösen, was das stärker macht wie das 100 Watt Panel? Ich will es rausfinden und da hoffe ich, dass ihr dabei seid und nehme euch mit in den Garten. Bleibt mal dran. Aufgrund von Mäharbeiten musste ich leider den Videodreh ein bisschen verschieben. Und jetzt passt der Winkel nicht mehr. Ihr seht unten die drei Panels, die zusammengeschalten sind, auf irgendwas um paar 50 Volt. Das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Und oben das Referenzpanel. Worauf ich hinaus will, ist, dass der Schatten jetzt schon ein bisschen gewandert ist. Seht ihr das? Der Winkel passt also nicht gut. Und jetzt passt mal auf. Wir haben tatsächlich 84 Watt bei den 3x30 Modulen und 80 Watt bei dem 100 Watt Modul. Das sind schon mal spannende Werte. Da oben zeigt er uns 86 und 82 an. Das ist ja mal ein bisschen eine kleine Differenz, aber man kann halt gut kontrollieren, ob die Daten einigermaßen plausibel sind. Und jetzt rücke ich das Zeug mal wieder korrekt in die Sonne. Gut, ich hoffe, man kann das jetzt sehen, dass jetzt dieser Schatten da weg ist. Das heißt, der Winkel zur Sonne ist jetzt besser. Ob jetzt natürlich der Winkel in der Neigung jetzt 100% ist, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ihr seht, das müsste eigentlich einigermaßen passen. Hier habe ich übrigens einen Sonnenschirm, um mich immer mal so ein bisschen in den Schatten zu begeben. Aber spannende Daten jetzt auf jeden Fall. Wir haben 83 Watt bei den, sind ja in Summe nur 90 Watt. Und jetzt 83,2 zu 82,5. Das ist ja annähernd gleich. Ihr seht auch hier den Unterschied. 51 Volt bei 1,6 Ampere, 15 Volt bei 5,5 Ampere. Bei langen Kabelwegen würde jetzt auf jeden Fall dieses Trio definitiv seine Muskeln ausspielen. Wie sieht es denn da oben aus? 85 zu 85, das ist eigentlich relativ hübsch. Gleich. Ah, jetzt dreht es gerade ein bisschen hoch und runter. Irgendwas hatte der gerade. Spannende Zahlen. Ich möchte jetzt mal Folgendes machen. Ich werde jetzt das Video noch mal kurz anhalten und werde alle Panels mal flach auf den Boden legen. Das wäre jetzt dann wiederum diese für den Camper, für das Wohnmobil oder so, wären das gute Daten. So, ich habe jetzt einfach mal alles auf den Boden gelegt. Winkel damit nicht mehr ideal, habe ich eigentlich überweg erwähnt, dass das hier, glaube ich, polykristalline Panels sind. Aber Solartronics hat da überall gutes Zeug.
Und wir sehen 65 zu 77. Ah, hier haben wir wieder ein ganz, ganz anderes Bild. Das heißt, hier wiederum das einzelne Panel besser. Wobei ich nochmal erwähnen möchte, dass natürlich jetzt hier die Kabelwege kurz sind. Hätte ich längere Kabelwege, könnten natürlich diese 4,4 Ampere sich schon wieder negativ auswirken. Kann ich das Licht noch einschalten? Ja. So, also 64 zu 77, also im Liegen definitiv ein Nachteil. 13,6 Volt hat die Batterien insgesamt, das heißt, wir haben hier definitiv noch Platz. Das hat also auch nichts mit der Ladeentspannung zu tun. Gut, spannende Zahlen. Ich würde trotzdem mehrere einzelne Module nach wie vor bevorzugen. Wobei natürlich interessant wäre, es gibt auch dieses 100 Watt Panel mit 36 Volt, aber da muss ich wieder bei Solartronics einkaufen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich mein nächster Einkauf werden, weil das ist natürlich eine spannende Geschichte. Lohnt es sich, innerhalb auch von einem monokristallinen Panel mit einer höheren Spannung zu arbeiten, oder ist es wurscht? Aber spannende Sachen auf jeden Fall. Die kleinen Panels finden bei mir definitiv noch weitere Verwendung. Das war jetzt also nicht nur so ein Scherzkauf, sondern die kommen demnächst einer neuen Sache zugute. Das soll es bis hierhin schon gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.